Jonas Hummels, ganz unglücklich heute verloren, 3:2 hier gegen den VfB Stuttgart 2. Wie bitter ist diese Niederlage heute? Ja, das ist natürlich ganz bitter. Die waren diesen direkter Konkurrent von uns. Wir hätten mit denen oder an denen vorbeiziehen können. So ist der Abstand zu denen jetzt relativ groß. Also ich glaube, ein schlechteres Spiel zum Verlieren gab es nicht mehr heute. Man ist zweimal toll zurückgekommen, lag zweimal zurück, zweimal das wichtige Tor dann noch gemacht und dann wieder dieses Gegentor. Woran liegt es dann? Ist man da zu unkonzentriert hinten? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich. Also es gibt auch viele Menschen, die sagen, dass es eben die Zeit nach einem eigenen selbstgeschossenen Tor die gefährlichste Zeit ist. Das wissen wir alles. Warum es dann trotzdem wieder so passiert ist, keine Ahnung. Es war einfach irgendwie alles sehr, sehr unglücklich. Jetzt gibt es noch ganz, ganz wichtige Spiele in nächster Zeit. Muss man einfach versuchen, diesen wichtigen Erfolg. Es war eine tolle Leistung, auch schon gegen Elversberg. Heute auch wieder toll gekämpft. Also ein Punkt wäre absolut verdient gewesen. Trotzdem Mut, auch aufgrund der Tatsache, dass man Moral gezeigt hat, in der nächsten Partie auch gegen Osnabrück oder auch gegen Duisburg, da dann den Dreier mitzunehmen. Ja klar, auf jeden Fall. Wir wissen ja, was wir können. So ist es nicht. Es ist irgendwie momentan so ein bisschen der Ergebniswurm drin, würde ich sagen. Also es ist uns zum Glück egal, ob wir gegen eine gute Mannschaft spielen oder gegen eine tabellarisch eher schlechtere. Ich glaube, wir sind immer ein bisschen die Haarspitzen motiviert und ich glaube, wenn wir so weitermachen, dann wird das Ganze auch wieder zu uns umschwenken. Vielleicht noch ein Wort zu den Fans. Sind ja einige heute mitgekommen, haben hier richtig Stimmung gemacht. Hat es euch vielleicht auch gepusht dann in der zweiten Halbzeit? Hat es euch den letzten Kick gegeben, dass ihr vielleicht dann auch nochmal unbedingt diesen Treffer machen wolltet? Ja, das ist super. Die Unterstützung war wirklich sensationell. Also es ist ein bisschen, mir tut es fast ein bisschen leid, dass wir das da nicht wirklich belohnen konnten, aber ich glaube, die letzten Spiele war das schon super, daheim gegen Elversberg war das super, also an den Fans klag es auf keinen Fall, Leute. Okay, also dann viel Erfolg für die nächsten Partien, ihr packt das noch, okay? Ciao. So, Herr Ziege, von uns oben aus gesehen, tolles Spiel, eine super kämpferische Leistung von der Mannschaft, dann verliert man dieses Spiel 3:2, wie groß ist jetzt die Enttäuschung? Ja, natürlich die Enttäuschung sehr groß. Ich fand, dass wir insgesamt in dem Spiel, die Moral war sicherlich da, aber wir waren oft ein Stück zu weit weg von den Leuten, sind zurückgewichen, anstatt ranzugreifen. Und das waren dann auch die Möglichkeiten, wo der VfB dann auch seine Möglichkeiten ausgespielt hat und auch seine Tore gemacht hat. Kommt man zweimal zurück nach Rückstand und kriegt dann doch wieder ein Tor. Ist das auf mangelnde Konzentration zurückzuführen oder wie würden Sie sich das erklären? Naja, erstmal glaube ich ja nicht, dass irgendjemand das mit Absicht macht. Zweitens war die Moral sehr wohl da. Das ist mal das Positive, was wir mitnehmen müssen, zurückzukommen. Für mich so ein bisschen mehr wach geworden sind wir nach dem 1:0 Rückstand, wo wir es mehr angenommen haben, wo wir ja präsenter waren, aber trotzdem immer wieder dann doch wieder die Fehler gemacht haben, wo wir sagen, wir waren nicht an den Leuten dran. Also wir sind eher immer 2-3 Schritte zurückgegangen als zu den Leuten ran und haben ihnen dann den Raum gelassen. Und dann kriegst du natürlich immer die Tore, aber so viel kannst du dann vorne nicht schießen, wenn du hinten diese Probleme hast. Es war vielleicht auch so von uns aus gesehen die ein oder andere fragwürdige Entscheidung dabei vom Schiedsrichter gespannt. Hat man da so ein bisschen Wut im Bauch vielleicht auch gehabt? Also wir hatten das Gefühl, dass vor allen Dingen nach den Rückständen und der ein oder anderen strittigen Situation da die Wut im Bauch ein bisschen eine Rolle gespielt hat. Wie würden Sie das beurteilen? Fakt ist mal eins, wir hatten das Thema gegen Kiel, wo wir mit Schiedsrichterentscheidungen oder generell muss man mit Schiedsrichterentscheidungen so umgehen, wie sie getroffen werden. Die wird man nicht ändern und ich gehe davon aus, dass die Schiedsrichter immer die Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen dann auch entscheiden. Es nützt nichts. Wir müssen mit allem umgehen, was da kommt und egal was er sagt, er hat immer recht. Da haben Sie auch recht. Jetzt haben Sie die Moral angesprochen, die hat gepasst heute bei der Mannschaft. Ist das dann der Punkt, wo man anknüpfen kann für die verbleibenden Spiele? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben es wesentlich besser gemacht zu Hause gegen Elversberg, weil wir von Anfang an präsent waren. Heute waren die Stuttgarter ein bisschen präsenter, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit oder in den ersten 50, 60 Minuten. Wie gesagt, mit dem Rückstand ist es von unserer Seite besser geworden. Wir haben es mehr angenommen, aber trotzdem haben wir immer wieder noch die Fehler gemacht, die dann dazu geführt haben, dass sie die Tore machen konnten. Wenn ich jetzt nur an das zweite Tor denke, wo wir auch wieder, wo niemand dran ist an demjenigen, der aufs Tor schießen kann und wir stehen mit drei Mann dahinter und keiner fühlt sich zuständig. Das sind die Situationen, die wir vermeiden müssen. Aus meiner Sicht wollte das VfB heute ein Stück weit mehr und deswegen dann auch der Sieg für den VfB. Vielleicht noch ein kurzes Wort zu den Fans, die heute ihren Job sehr, sehr gut gemacht haben, würde ich sagen. Nicht nur sehr, sehr gut. Also ich habe es vor dem Spiel auch angesprochen und gesagt, die Jungs da draußen haben ein richtig gutes Gespür nach dem 2:0 gegen Elversberg.
wie viele hier mit waren, von dem, ich bin ja noch nicht so lange im Club, aber was ich gehört habe, war das phänomenal und ich fand die Unterstützung super. Wichtig wäre für uns, dass das so weitergeht, weil das brauchen die Jungs unbedingt in den verbleibenden 3 Spielen, weil es ist eine große Hilfe, wenn du weißt, dass du unterstützt bist von den eigenen Fans. Und ein Riesenkompliment, ein riesengroßes Dankeschön für die Unterstützung. Gut. Herr Kramny, gerade in der Schlussphase dieser Partie sehr, sehr emotional, da ging es drunter und drüber am Ende. Auch ein glücklicher 3:2 Erfolg Ihrer Mannschaft gegen die Spielvereinigung Unterhaching? Ich denke, der Sieg ist verdient, aber natürlich, wenn es 3:2 steht, ist bis zum Schluss eng. Die haben hohe Bälle gespielt, da war schon nochmal eine brenzlige Situation dabei, aber ich denke, unterm Strich war der Sieg verdient wird. Zweimal geführt, dann zweimal ist die Spielvereinigung Unterhaching, haben sie wieder den Ausgleich geschafft. Auch von Ihrer Mannschaft eine gute Reaktion, eine tolle Reaktion, dass man da dann auch wieder so schnell den Treffer markiert hat. Ist das vielleicht auch so der wichtigste Zeitpunkt, direkt nach dem Treffer für die gegnerische Mannschaft dann gleich drauf zu gehen? Ist man da vielleicht unkonzentrierter beim Gegner? Ich glaube, das hat mit der Situation beim Gegner gar nichts zu tun, weil der eigentlich euphorisch war nach dem 1-1. Ich denke, das 1-1 war unterm Strich natürlich von unserem Torwart eine Situation, die besser gelöst werden muss. Die Mannschaft hat kurz Wirkung gezeigt und dann eben mit dem 2-1 natürlich ein Traumtor im Winkel von Manuel Janzer wieder auf die richtige Bahn gekommen und dann, wie es halt so ist, 2-2 wieder weggesteckt, 3-2 gemacht, wunderbar. Haben Sie vielleicht vor der Partie der Mannschaft nochmal mitgegeben, nochmal vielleicht dieses Ergebnis aus dem Hinspiel vor Augen gehalten, dieses 4:0 in Unterhaching, oder war heute aufgrund auch der tabellarischen Konstellation diese Motivation gar nicht mehr notwendig? Nein, das Hinspiel hat keinen mehr interessiert bei uns. Also wir wussten, dass wir einen Punkt weg sind von Haching und letztendlich sie uns überholen konnten mit dem Sieg und das war, wussten wir alle. Dementsprechend war klar, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollten und ich denke, es war ein kleiner Unterschied, denke ich, schon zu erkennen. Auch wir hatten mehr Situationen im Strafraum und dementsprechend war der Sieg dann auch verdient. Deine Kamera, ich habe es gerade gesagt, überflüssig, oder? Trifft es eigentlich ganz gut heute so den Ausgang dieses Spiels? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir gehen zweimal in Rückstand, kommen zweimal gut zurück. Ich denke, nach dem zweiten Tor, wo wir zurückkommen, sollten wir es dann endlich kapiert haben, dass wir am Zug sind und das dritte Tor machen. Hatten dann die Möglichkeit durch Kenny Redondo, wo wir das Tor nicht machen, und kriegen dann wieder so ein blödes Tor. Da fehlen mir gerade selber ein bisschen die Worte. Natürlich ist immer müßig darüber zu diskutieren, woran es liegt. Aber man sagt immer so, hat auch gerade sein Kollege gesagt, es ist vielleicht so ein bisschen dieser Moment nach dem Treffer, soll ja immer der Moment sein, wo man vielleicht am wenigsten konzentriert ist. Kann es daran liegen, dass dann man direkt nach dem 2:2 durch Hummels, dass man da dann direkt wieder das 3:2 gegen sich kriegt? Oder wie ist sowas dann zu erklären? Ja, ist schwer zu erklären, aber ich glaube, nach dem 2:2 wollten wir eigentlich Fußball spielen, wollten weitermachen, wollten das dritte Tor schießen, aber ging dann ein bisschen in die Hose und dann nach dem 3:2, wir haben nochmal versucht, oder die Mannschaft hat nochmal versucht, sich aufzubäumen, was dann schwierig war. Ja, in allem darf man das Spiel nicht hergeben, auch wenn man nur einen Punkt hier mitnimmt, aber das Spiel hier darf man auf keinen Fall verlieren. Ja, waren wir uns alle einig auf der Tribüne, da darf es keinen Gewinner und keinen Verlierer heute geben, war ein wirklich absolut Abstiegskampf pur. Aber auf jeden Fall positiv zu erwähnen, zweimal hinten gelegen, zweimal zurückzukommen, oder? Kann man das jetzt hier als Positives, wenn man irgendwas mitnehmen kann, positive Erkenntnis noch mitnehmen für die nächsten Wochen? Ja, auf jeden Fall, ist nichts verloren. Wir haben jetzt hier unglücklich verloren, aber es geht weiter. Ich glaube, die Stimmung passt, auch wenn der Moment jetzt relativ traurig für die Mannschaft ist, aber ich glaube, die Moral der Mannschaft stimmt auf jeden Fall und ich bin das nächste Spiel gesperrt. Ich drücke der Mannschaft die Daumen und die werden das schon zu Hause rocken gegen Osnabrück.